Hallo und herzlich willkommen zur LS19 Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado und der Tiger Farm. Hallo. 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 Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich richtig der Tiger Farm gesagt habe. Ich glaube aber, das hört sich doch besser an, wenn du dem sagst. Ja? In dem Satzbau schon. Okay, machen wir dann in der nächsten Folge wieder. So, heute ist das Lohnunternehmen wieder bei mir. Mikado ist auf sich alleine gestellt. Keinen zum Reden. Genau. Beziehungsweise, okay. Er könnte ja auch einen normalen Helfer anstellen. Genau. Dürfen wir ja zwei normale Helfer und zwei Lohnunternehmer theoretisch dürfen wir ja. Genau. Bis später. Dann später. Tschüss. Tschüss. So, Zeit auf 5. So, lieber Lohnunternehmer. Was hast du mit mir vor? Ich würde sagen, sie springen einfach mal. Moment. Ups. Sie haben Lohnunternehmer bei mir. Ja. Und sie springen einfach mal in den Case. Müssen nicht anfahren. Und mähen dann meine Wiese 1 und schwaden diese auch. Okay. Also mähen einmal 900 und 500 war das, oder? Weiß ich nicht, aber es ist ja mein Equipment. Müssten wir uns vielleicht über den Preis nochmal unterhalten? Also mähen war 900 und schwaden 500, ja. Okay, obwohl es mit meinem Equipment aber ist. Aber mit deinen Geräten macht das für jeweils 100 Euro weniger. 900 und 500, das heißt zusammen wären das nur 700. 800 und 400. Dieses Rechenbeispiel müsste ich bitte nochmal erklärt bekommen. Mähen kostet 900. Okay. Da es aber deine Maschinen sind, 100 weniger, also 800. Ja. Schwaden 500, aber mit deinen Geräten 400. Okay. 800 und 400? Also 1200. Ja. Okay. Ja, es ist okay. Gut. Ich denke, ich muss Sie nicht daran erinnern, dass Sie der Schweigepflicht bei mir unterliegen. Ja. Gut. Nicht, dass meine Betriebsgeheimnisse hier ausgeplaudert werden. Ja. Ich halte mich daran, wenn Sie das wollen. Es wäre von Vorteil. Sonst muss ich die Zusammenarbeit überdenken. Oh. Ah, das ist diese Ballenladewagen. Nee, das würde ich eigentlich auch ungern, weil bisher sind wir ja gut Zeug gekommen. Dass der Ballenladewagen hier nie automatisch auswirft, das mag ich gar nicht. Dafür gibt's aber Mod. Für den 19er auch schon? Ja. Okay. Mal gucken, vielleicht bis zur nächsten Session. So, ich muss jetzt noch kurz eine andere Aufgabe erledigen, bevor es zu spät ist. Mir extra einen Traktor in der letzten Folge noch gemietet für die mit Pflegebereifung. Wie läuft's bei Ihnen?
Gut. Das freut mich. Kriegen Sie das Feld heute fertig, die Wiese? Ich denke schon. Okay. So viel ist das ja nicht. Ja, stimmt. Fahren Sie einfach fahren Sie einfach oder gleich doppelt? Also vorne beides dran, beides Mähwerke oder vorne und hinten? Vorne und hinten. Ah, okay. Wie viel PS hat der Case denn? 261. Der reicht aber auch für die Horsch Pronto DC9. Auch wenn es da eine kleine Differenz gibt von der Leistung. Ist trotzdem ausreichend. Nach heute können Sie dann den Schwader wieder mitnehmen. Okay. Beziehungsweise ich bringe ihn, weil Sie haben ja keinen Traktor hier. Beziehungsweise, ja, nee, warten müssen wir eigentlich auch noch nichts. So, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, dass wir hier einen Lohnunternehmer mit dabei haben. Ich hoffe, dir macht es auch Freude. Ja. Das freut uns alle. So, gedüngt werden muss nämlich auch manchmal. Oh, ich habe einen Leck. Mal drüber und dann haben wir das Düngen auch erledigt, dass wir den maximalen Ertrag kriegen. Das Mähen ist abgeschlossen. Okay. Das war jetzt wie lange? War das schon eine Stunde? Ich glaube schon. Ja, doch. Okay. Ja, wenn ich. Ich bin zufrieden mit ihrer Leistung, von dem her soll es am Geld nicht scheitern. Wo soll ich das Mähwerk abstellen? Da, wo der Schwader steht. Hat man gesagt, gell? Insgesamt, ja. Das werde ich einfach gleich mal durchführen. Danke. Vielen Dank auch. Dann vergesse ich das schon nicht mehr. So, gedüngt haben wir auch. Das ist sehr gut. Dann können wir uns wieder den Ballenpressen widmen. Ich würde kurz mit Ihnen Traktor tauschen. Ja. Bin im Anflug. Danke. So. So. Halbzeit gleich schon wieder, hey. Die Zeit rast. Ja. Echt krass.
Aber ich denke, wir leisten gute Arbeit hier. Das auf jeden Fall. So. Was nehmen Sie denn eigentlich für die Reparaturanfahrt? Wie Reparaturanfahrt? Naja, wenn ich für die Wartung. Für den Wagen, den Serviceanhänger. Ja. 300? 3. Hm? 300. 200. 200. Plus anfallende Kosten, oder? Nein. Also wenn ich jetzt Ihren Servicewagen order und Sie dann meine Reparaturen, Wartungen ausführen, dann zahle ich trotzdem nur 200. Ja, 200 plus was das Reparieren kostet. Na, gerade haben Sie aber gesagt nicht. Okay, gut. Gut zu wissen. 200. Ja. Okay. So, abgespeichert. So, dann fahren wir hier mal lang. Ui. Kann man Silage eigentlich auch verkaufen, wenn man das die BGA nicht besitzt? Gute Frage. Stelle. Muss man mal ausprobieren. Man braucht ja einen auch nicht, um Weizen zu verkaufen, den Verkaufsbon kaufen. Ja, aber bei der BGA könnte das schon sein. Ja. Das weiß ich leider nicht auswendig. Ah, hier ist der Trigger. Okay. Nee, das könnte so funktionieren. Okay. Okay, was macht das Schwaden? Gleich fertig. Okay. Dann würde ich sagen, haben Sie die restliche Zeit zur freien Verfügung. Nach dem Schwaden. Ups. Okay. Dann bin ich jetzt fertig. Gut, vielen Dank. Wollen Sie den Schwader noch zu sich runterbringen oder nicht? Ja. Okay. Danach könnte man den Fendt zurückgeben. Können Sie gerade mit dem runterfahren? Ja, okay. Mein Düngerstreuer müsste ich dann noch mitnehmen.
Das hier ist mein Düngestreuer. Stehen noch zwei, oder? Nee, eigentlich sollte da keine zwei stehen. Habe ich den? Den habe ich hier zu hoch. Ihre müsste schon weg sein. Ja, der steht da unten. Ja, ja. So, vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung. Ja. Und ich denke, wir werden uns in Zukunft noch häufiger treffen. Das denke ich auch. Weil so ein Service wie von Ihnen, das ist nicht alle Tag vorhanden. Oh, das war schlecht. Ich bin ja auch der beste Lohnunternehmer ganz von Zweistellung. Ja, das ist gut zu wissen. So. Ich habe jetzt leider keine Aufgabe mehr für Sie. Nö. Aber ich denke, Sie haben mir trotzdem gut. Sollte reichen für ein Abendbrot. Ja. Meinetwegen können Sie den Fan zurückgeben. Okay. Machen wir sofort, dann müssen wir schon nichts mehr zahlen. So, ich weiß gar nicht, wie viele Ballen wir jetzt schon haben. Also bestimmt schon 10. Werden Sie eigentlich auch auf Tiere gehen oder werden Sie sich der Landwirtschaft widmen? Der Landwirtschaft. Okay. Gut. Ich denke, ich werde noch ganz schön viele Ballen pressen müssen. Ja. Yep. Ich bin jetzt ums Feld einmal rum, aber gibt noch einiges zu tun. Ah, ich hätte ihm noch den Auftrag geben können, auf der Wiese drüben nur eine Schwart zu produzieren. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Haben uns Zeit gespart. Ja, bitte. Ich bin gar nicht da. Achso. Hä? Achtung. So, jetzt. Es ist ein bisschen doof, diese Sämaschine. Diese kleinen Dinger. Kann die leider nicht weggeben. Ja, ich hoffe nur, dass er nicht in den Wald reinfällt. Rollt. Sie, der Ballen steht. Okay. Ist nicht weggerollt. Möchten Sie sich eigentlich keinen Hof, kein Feld kaufen? Erstmal nicht. Erstmal nicht, okay. Schaut sie mit ihrem Kapital aus 235 für 56, okay. So, was haben wir denn hier an Ballen? Ich sehe gar nicht so weit. Ein paar, auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, an Fläche ist auch erst die Hälfte oder so. Gesammelt. Wenn überhaupt.
Hallo? Halt hier. Hey, warum sammelt er nichts mehr? Hä? Ah, jetzt. Sah gerade etwas komisch aus, dass der Ballenladewagen. Oh, Hallo. 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 Wir sind schon am Ende angelangt, habe ich gerade gesehen. Oh. Ja, gut. Heute war ich auch völlig daneben. So, Schön gemacht, Mikado. Der Ball. Ja, ich weiß. Bundessilo wurde abgedeckt. Meins. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Tja. So eine Frage, ne? Also das alte Silo? Oder ein neues? Ja. Ja. Das wüsstest du wirklich alles gerne. Okay, ist es ein neues, weil hier das alte steht nicht mehr? Ja, das ist ein neues, ja. Okay. Aber gut, ich denke, du warst produktiv, ich war produktiv, wir waren produktiv. Ja, wir waren alle produktiv. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Und ich bedanke mich bei euch fürs Mitspielen. Wenn es euch gefallen hat, den Zuschauern, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da oder alles zusammen. Mir hat aber auch gefallen. Ich bin kein Zuschauer. Dir hat es auch gefallen. Ja, ich denke, uns macht das ganz schön Laune. Jo. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Tschüssi. Tschüss. Ciao.